Gliederung und Aufzählungszeichen. In Impress. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie die Gliederung und Aufzählungszeichen in Impress angewendet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter: Eine bestehende Vorlage, LibreOffice-Werbung wollen wir nun für unsere Zwecke benutzen. Wir öffnen Impress und unsere Vorlage. In der Dialogbox, wählen einer Vorlage, suchen wir die Vorlage, LibreOffice-Werbung. Und klicken auf die Vorlage, LibreOffice-Werbung und dann auf Öffnen. Mit der geöffneten Folie beginnen wir unsere Präsentation. Präsentation speichern. Als erstes wollen wir unsere Präsentation speichern. Wir klicken auf Speichern. In der Dialogbox Speichern untergeben wir als Dateiname, Gliederung und Aufzählungszeichen ein und klicken Speichern. Überschrift und Text für Folie 1. Alle Texte, Überschrift und mittleres Textfeld tragen wir in Großschrift ein. Im Überschriftenfeld tragen wir ein, die Freiheit, das hole ich mir. Für die Schriftgröße wählen wir 36 aus. In das Textfeld in der Mitte schreiben wir LibreOffice 6, das freie Office-Paket, von dem die LibreOffice-Community mehr als 12 Jahre geträumt hat, und Return. Mit der Tab-Taste können wir eine Einrückung veranlassen. Mit Umschalt plus Tab machen wir die Einrückung rückgängig. Mit Umschalt plus Return kann die Zeile ohne Bullet weitergeschrieben werden. Wir setzen den Text fort mit: Die Gemeinschaft hinter LibreOffice ist das Herz des Projekts. Die meisten Mitglieder der Gemeinschaft sind ehrenamtlich tätig. Wir markieren den Text und wählen Fett aus. Nun klicken wir auf die Symbole, mittig ausrichten und zentriert ausrichten. Für die Zeichenfarbe wählen wir Hexadezimal 5F4697 aus. Präsentation speichern. Wir klicken auf das Symbol Speichern. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter: